So. So, Gustavo, hier ist das gute Stück. Ja. Du bereit? Soll ich schon mal ein bisschen Milch einkippen oder meinst du, du schaffst es auch so? Na übrigens, der Lappen, ich weiß nicht, was er gezeigt hat, hat extra hier Hafermilch. Idee war halt einfach, wir leben ja, wie gesagt, immer noch in dieser Zombie-Apokalypse und Kühe gibt es da halt einfach auch Hast nicht du von mehr. beiden Seiten oder hat das durchgesuppt? Nee, ich habe auf beiden Seiten gemacht, weil du ja immer so irgendwie so gefühlt gar keine Reaktion zeigst. Und jetzt will ich dich vielleicht auch ein bisschen erzwingen. Also. Sag einfach Bescheid, wenn ich die Packung aufmachen soll. Du Ich nickst? krieg mir Quatsch. ein. Wirklich. Was soll ich dir denn jetzt dazu sagen? Alter, was ist mit deiner Zunge los, ey? Was soll ich denn dazu sagen? Die Zunge brennt ein bisschen, ja? Ich habe auch oben am Gaumen so eine kleine Wunde, da brennt das auch ein bisschen mehr. Gut, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schärfer. Mehr nackte Haut. Wurde, hast du gerade nackte Haut gezeigt im Stream? Ja, wie ich das? Weiß ich nicht, scheinbar. Ich weiß nicht. Okay, jetzt wird es an der Zungenspitze ein bisschen schärfer zugegebenermaßen. Gut. Bin enttäuscht, naja. Okay. Das war zugegebenermaßen, das ist jetzt mit, das schon, das ist jetzt schon grenzwertig. Ich muss zugeben, jetzt, in dem Fall, dass ich jetzt habe ich vorne an der Zunge brennt, das schon ordentlich. Ich bin tatsächlich am Überlegen, einen Schluck zu mir zu Du nehmen. musst jetzt dir nicht den harten Mann machen, ne? Du kannst doch ruhig auch mal zu deinen. Ja, hast du. Aha. Echt, hat man meinen geilen Body gesehen, oder was? Schneiden wir raus. Naja, ich schäme mich nicht. Also ich habe ja diesen Astralkörper, habe ich ja von Gott geschenkt bekommen und So, jetzt haben wir gehen, könnten wir auch einen Oberkörper frei hier streamen, ich nehme aber. mal so ein bisschen Milch. Gib mir mal die Milch. Bisschen Milch. Aber Ja, warum? Warum brauchst du Milch jetzt? Du kannst doch auch Wasser trinken. weil es tatsächlich ein bisschen Wasser ist doch scharf. auch okay, Gustavo. Du musst jetzt hier nicht, weil, ich meine, es ist ja wahrscheinlich. Naja, Ja, gut. euer Wunsch ist uns Befehl. Ich muss zugeben, dass die Schärfe entfaltet sich jetzt schon sehr extrem. Gut, dass du die Hafermilch mitgebracht hast. Ich hoffe, die bringt auch irgendwas. Naja. Und Schlauti, wenn ich schon sage, das ist schon extrem scharf, dann ist es extrem scharf. Ja, musst du halt ein bisschen Pause einlegen mit deiner Zunge. Ne? Ist natürlich ein bisschen blöd, wegen mein Schatz ist da, aber. Schatzesei, wie ihr wisst, euer Wunsch ist uns Befehl. Was ist denn der Wunsch? Nackte Haut, die hat sich schon seit Wochen nackte Haut gewünscht. So. Also das Spiel, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Das habe ich ehrlicherweise noch nicht so. Wir wissen gar nicht, worum es geht. Ne. Guck mal Warte mal, ab. ich will mal A. Okay. Warte, ich muss eben das Spiel wechseln. How was your day? Great. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. Hä? Saturday. Was denn damit? Das ist nochmal ein Schluck Milch nehmen müssen, um die Zunge so ein bisschen. Ja. Die ganze Zeit warst du festgeschnitten. Weil du siehst, ist das Glas fast leer. Also es war schon doch ein bisschen. Meinst du, du schaffst uns beide, mein Schatz ist da? Wir sind schon zwei männliche Männer, ne? Ich weiß nicht, ob du damit klarkommst. Du hast übrigens immer noch nicht deine Theorie verraten. Ach so. Ja, also meine Theorie ist ja, dass, also ich bin da mal,
mit der Zeichnung ein bisschen zurückgegangen, habe überlegt, wann ist denn mein Schatz ist da das erstmal aufgetaucht? War ja nicht sofort zu Beginn, oder? Nee. Kam irgendwann mal so dazu. Und wenn man das so einfach mal chronologisch betrachtet, ist es dann ja auch so ein bisschen zu so einer Zeit. Also ich würde jetzt hier mal die hier nehmen. Müsstest du quasi. Damit wir auch so ein bisschen in der Rolle bleiben wieder. Ich nehme halt so ein bisschen die weise alte Dame. Und du bist dann eher so der unbeholfene, tollpatschige Typ. Ja. Und da habe ich mir dann gesagt, naja, gut. Dann kam irgendwann diese ganze künstliche Intelligenz und ChatGPT und dies und das. Und ich glaube, mein Schatzmeister gibt es eigentlich gar nicht. Sondern ist ein Bot, ein KI-Bot. Okay. Und okay. Alles irgendwie so ein bisschen auf Gustavo zugeschnitten. Einfach um zu suggerieren, dass er irgendwie was am Laufen hat. Irgendwie so, so einen heißen Typen hier irgendwie so darzustellen können. Interessant. Interessante Theorie. Und wie man das so bei diesen Chatbots halt kennt. Und immer auch irgendwie was Passendes da. Immer kommt auch immer die passende Antwort. Irgendwie wie irgendwas, was so Gustavo so in so ein gutes Licht rückt. Und das kann eigentlich nicht so mit rechten Dingen zugehen. Und deswegen muss es künstlich intelligent sein. Verdammt. Elon Musk oder sowas. Irgendwie so. Verdammt, ja. Lass uns leider. Dann machen wir uns nichts vor, ey. Mein Schatz ist da, er hat uns leider entlarvt. Genau so ist es. No, du hast uns. Genau so ist es. Also, ich bleib bei der Theorie, es sei denn, ich krieg mal irgendwann Bilder, Fotos, Videos. Ja, kannst du ja nicht, weil es ja Chat. Genau, deswegen. Es wird auch nie passieren. Meine Theorie wird, glaube ich, deswegen auch immer irgendwie standhalten. Ja, leider hat uns erwischt, mein Schatz ist da. Die Zeit, die Tarnung auffliegen zu lassen. Naja. Na, aber eine Sache habe ich dazu schon noch zu sagen. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er sie aufhören musste. Ja, das passt. Ja, es ist natürlich eine schwache Theorie, aber der ursprüngliche Plan war eigentlich, hier durch die Ortschaft zu fahren und bei den 2-3 Einwohnern mal zu klingeln und zu fragen, wer denn, mit wem denn Gustavo so abhängt, aber die hätten ja alle gesagt, ja, Gustavo, der hat keine Freunde, nur den einen Typen, den er bezahlt, damit er mit ihm streamt. Ja. Oder die hätten gesagt, Gustavo, der Typ? Dieser Verrückte, der die ganze Zeit die Leute beschmeißt und sein Grundstück und so? Ja. Ja, das hätten die wahrscheinlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube auch nicht, dass die gut über dich geredet hätten. Nee, definitiv nicht. Kann mir nicht vorstellen. Das ist schon so ein bunter Hund hier in dem Örtchen. So. Das war der Vorspann von It Takes Two. Scheinbar sind wir irgendwelche Püppchen von diesem kleinen Mädchen. Die sind, glaube ich, da geblieben, ne? Die sind umgezogen oder so. Oder was? Ist das so ein bisschen die Story von auf jeden Fall, ich bin der Typ, der jetzt da wild am Rumschreien ist. Ja. Und der Lapper ist der andere Typ. Der aufgeräumte Typ, der. Freut mich, mein Schatz ist da, dass du mich so gern hast. Oh. Lieber Computer. Das ist so ein bisschen von Toy Story, so ein bisschen die Geschichte, dass die umgezogen sind und die beiden Lieblingsspielzeuge müssen wieder zurück. Stimmt, das kann gut sein, ja. Ist auf jeden Fall eine süße Grafik, ne? Erinnert mich an Sackboy. Ja, stimmt. So ein bisschen. Ah, Book of Love. Wow. Mein Tagebuch. Auch mit so einem Schnäuzer. Achso, auch hier gilt übrigens, wenn du aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, naja, ablebst, sag ich jetzt mal. Ja. Dann kommt der Endgegner, ne? Ist das schon, habe ich jetzt schon alle durch? Das ist dann schon der Endgegner, ja. Also wir haben jetzt
Das haben wir übersprungen. Weil ich gemerkt habe, du bist irgendwie nicht so aus der Reserve gelockt zu bekommen. Aber haben wir geschafft, ne? Also, ein Glas Milch ist weg. Ja, ein Glas Milch ist weg. Da hast du mit dem extra Hot von Tabasco ist. So ein bisschen taub ist die Zunge schon, das heißt. Ich merke das auch immer noch. Heute Nacht kannst du auf jeden Fall. Und das Zeug brennt auf jeden Fall zweimal. Kannst du auf jeden Fall schon mal Überstunden machen. Ja. Okay. Wir sind ein Paar offensichtlich. Nein, kein Paar. So. Das Erdmann-Schatz ist da übrigens, dass ja das KI durchgeht. Ja, es ist halt einfach irgendwie. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen mit der Steuerung vertraut werden, weil. Ich bin hier. Also ich bin rechts auf jeden Fall, der blonde Typ. Und der Lapper ist links. Haben wir das jetzt auch alles auf Englisch, hätte man das noch auf Deutsch bestellen können? Weiß ich nicht. Und die Untertitel kann man, glaube ich, einstellen. Options. Other Language, geh mal unter, da war Language. Game. Ah, okay. So. Dann haben wir es doch, oder? Wie du mein Foodporn heute, Bro. Okay. Ja, cool. So, okay, dann. Ey, mach mal hier keinen Quatsch. Mach doch, ich bin wie so ein Hamsterrad. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen die Gegend hier erkunden, oder? What is that? Ja, du bist echt, das der staut jetzt auch fest. Fandest du? Schreibt er Deluxe. Ein Foodporn. Also ich hab's ja nur auf dem Foto gesehen. Auf jeden Fall interessant aus, ja. Und Schlauti stellt erschreckenderweise echt fest, dass du auch total aufs Essen fixiert bist. Beim letzten Stream, wo du hier warst, haben wir ja auch Let's Eat gemacht. Ja, ja. Ich bin gestorben. Nein, du bist gestorben! Ich weiß nicht, ob das da ist. War das gestorben? Ja, du bist gestorben, Gabo! Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das gestorben ist. War. Du bist gestorben, ja. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das kann man schon so sagen, oder? Das hat keiner gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst mit gestorben. Was sagen denn die Zuschauer? Was sagen denn unsere. Die Zuschauer werden sagen. Ist er gestorben? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Er ist nicht gestorben, das ist kein Sterben. Ist er gestorben? Kann ich aufmachen? Es antwortet dir keiner, also. Ja, wir warten. Wir warten noch mal ein paar Minuten, oder? Nee, das hat ja auch, irgendwann mal läuft ja auch die Zeit ab. Das ist wie bei Verjährung, ist das auch. Ja, also einer sagt schon mal ja. Hab nichts mitgekommen. Ja, mein Schatz ist, Alter. Da ist schon wieder. Das fällt mir. Ist ja klar. Dass mein Schatz ist da hier auf deiner Seite ist, macht er keinen. Dass er Lux mir so in den Rücken fällt, ne? Beim nächsten Mal FIFA, ne? Dann werde ich dir keinen einzigen Pass zuspielen. So viel steht mal fest. Er hat alles mit dem Computer machen. Aufmachen, austrinken. Kannst ja, da kannst du aber jetzt schon mal einen Krankenwagen rufen. Soweit wollen wir es nicht tun, aber. Ohne Witz, das werde ich mir merken, Herr Deluxe. Kein einziger Pass kommt zu dir. Ich werde mit Absicht zu stark spielen, dass der Nebenmann nur die Bälle bekommt. Boah, also pass mal auf. Du musst dich hier bei mir dranhängen, erstmal, damit es ja auch irgendwie weitergeht. Da, und dann auf X, glaube ich. Und dann können wir irgendwie. Interessant. Na dann. Ja. Wollen wir dann einmal kurz wechseln, dass ich das letzte Ding da zu mir nehme? Ja, lass mal noch die Sequenz vielleicht. Auf jeden Fall schon wirklich auf zwei Spieler ausgelegt, ne? Man muss, glaube ich, echt. Ja, jetzt eigentlich hier gewechselt. Ja, komm. Ich denke mal, machen wir uns nichts vor. Das war schon, ging schon als tot durch. Naja, ich weiß nicht. Unter Protest werde ich es jetzt machen. Und dann hätten wir das Thema mit den scharfen Soßen, denke ich, auch. Nee, wir werden das weiter durchziehen. Ich bin da nicht so einer, der... Pass auf. Wir gucken mal. Ich habe das der bestellt hier.
Der Bomb, das ist eigentlich relativ bekannt in der Szene für Schärfe-Enthusiasten. Aber Und mach nicht so viel. Jennifer Lawrence hat das auch gegessen und Oh, in so mein einer Schatz ist in so da. einer in so einer Show. Und ihr wisst ja, dass Jennifer Lawrence eigentlich recht ansehnlich und hübsch aussieht, aber nachdem sie das gegessen Muss ich da, hat, muss ich jetzt auch noch so eine. sah sie aus wie Mesut Özil, weißt du? Muss ich da jetzt Ja, auch pass auf, schon. ich lese mal ein bisschen was vor, was die mir geschickt haben. Infos und Anwendungshinweise zum Umgang mit Hot Sauce. Pass mal auf. Ich lese es mal. Nur mit Handschuhen anfassen. Zweitens, ich mache mal direkt den zweiten Punkt. Scharfe Produkte müssen grundsätzlich außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, aufbewahrt und verwendet werden. Das gleiche gilt für Tiere. Niemand möchte, dass ein Tier leidet. Wenn Reste vom scharfen Essen übrig sind, sollten diese nicht dem Haustier gegeben werden, denn das Tier nimmt Schärfe noch stärker wahr als Menschen. Also es ist schon wirklich. Außerdem sollte Hot Sauce nicht in die Augen oder auf die Haut oder andere sensible Körperstellen gelangen, Gustav. Also die haben mir sogar extra so ein Schreiben beigefügt, dass man damit wirklich extrem verantwortungsbewusst umgehen soll. Ja, das ist ja in Pass auf, Ordnung. pass auf, es geht ja weiter, es geht weiter. Außerdem sollte, genau, habe ich ja gerade vorgelesen, wenn es doch einmal passiert, nur mit kaltem, klarem Wasser spülen und in schweren Fällen den Arzt aufsuchen. Wer nicht eingeweiht mit Hot Sauce einen Streich spielt, machen wir ja nicht, ne? Ist nicht nur So ist los. rücksichtslos, sondern handelt grob fahrlässig. Niemand kann wissen, wie scharf ein anderer essen kann und schrägstrich oder ob derjenige eventuell Allergien hat. In diesem Fall plötzlich, die in diesem Fall plötzlich ausbrechen. Dies gilt insbesondere für extrem scharfe Produkte. Diese Produkte sollten nicht pur verzehrt werden. Machen wir auch nicht. Wir haben Machen ja wir nicht. hier, wir haben ja hier so eine Ein Laugenstange, Schnitzbrot haben wir hier so am ne? Start. Ja. Wer Hot Sauce oder andere scharfe Produkte verschenkt, hat die Pflicht, den zukünftigen Besitzer über deren Schärfe, Verwendung und Risiken aufzuklären. Dazu dient dieser Infozettel. Also das habe ich ja jetzt getan. Also ich habe meine Pflicht getan. Ja. Und ihr zu Hause macht das nicht nach. Macht das nicht nach. So. Ja, also um es jetzt nochmal runterzubrechen, es ist sehr scharf, Gustavo. Ne. Die Frage ist jetzt natürlich, Muss ich noch möchtest so du. eine Verzichtserklärung unterschreiben Ja, oder? ich meine, das haben ja alle live jetzt mitbekommen und wir haben ja ein paar Zeugen. Jetzt brauche ich Übrigens natürlich für die von Kamera, dir. ja, ich mache das freiwillig. Ich stehe nicht unter Zwang und was man sonst noch dazu sagt. Okay, das wollen wir nämlich alle hören. Möchtest du noch mal? Ach, hast du schon nachgeschenkt? Selbstverständlich, Sicherheitshalber. Ich weiß, ich werde es zwar wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ich habe sicherheitshalber mir Hafermilch noch eingeschüttet. Die hat gerade doch relativ gut geholfen. Okay. Ich würde mal. Soll ich mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur in den nächsten Minuten. Könnte es passieren, dass ich nicht mal ganz so viel rede. Das heißt, du müsstest so ein bisschen das Reden übernehmen und auch so ein bisschen auf den Ich würde Chat auch nur ein achten. bisschen jetzt erstmal machen, oder? Ja. Mal so. Das Mehr mache ich nicht. ist ein Das mache ich jetzt bisschen. erstmal. Mehr mache ich nicht. Wenn wir es aber gleich nochmal machen bei jedem Tod. Bitte nicht die ganze Zeit diese brutal scharfe Soße, sondern auch die anderen Wir können Sachen. auch mal ein bisschen variieren, das können wir gerne machen. Wegen dem Geschmack ist jetzt nicht so wegen der Schärfe, sondern eher Oh, wegen dem Gustavo, ich sag Geschmack. dir ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst um dich, ne? Kann ich das? Also ich habe so, also wirklich, warte Gewehr. mal, bist du dir wirklich Ja, sicher, ist Gustavo? klar. Gewehr. Okay, ja? Ja. Ich habe ja Hafermilch. Okay. Hast du auch Kuhmilch da oder sowas? Nee. Okay, also es Ja, bleibt dann wenigstens bei. Kondensmilch kann ich anbieten, aber ist ja auch Milch irgendwo. Gib mal her, das kann ja nicht so schlimm sein. Also, ihr habt es mitbekommen, er ist es freiwillig, ne? Danke, mein Schatz ist da. Ich habe jetzt gekaut, meine Zunge so ein bisschen zerrieben. Ich habe es jetzt mittlerweile runtergeschluckt. Bis jetzt. Jetzt ist es noch in Grenzen. Echt? Ja.
Aber das war ja bei einem Tabasco-Rad auch. Es kam ja, die Schärfe kam ja erst mit der Zeit. Okay. Jetzt merke ich schon so, wie das im Mundraum schon so ein bisschen schärfer wird. Aber noch ist es erträglich. Es wird aber jetzt sekündlich schärfer. War ein erwartungsvoller Blick. Wir können. Noch geht's. Okay, jetzt wird es so langsam, geht's in Richtung anstrengend und wird schon scharf. Ich würde jetzt auch mal, also was, ich bin jetzt ehrlich Ja, gesagt ein das zieht auf jeden bisschen. Fall, zieht auf jeden Fall deutlich nach. Die Schärfe ist jetzt tatsächlich ein bisschen weiter hinten an der Zunge. Also ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen, also ich Okay. bin interessiert, ne? Also eigentlich hätte Ich hätte ich vielleicht nicht schlucken sollen. Boah. Mir geht's noch gut. Alles gut. Jetzt wird's nur ordentlich scharf. Ja. Ist auf jeden Fall scharf. Also ich würde es ehrlicherweise Versuch. Interesse haben, würde ich glaube ich auch mal probieren wollen, aber ich habe Nimm vielleicht ein bisschen weniger. bisschen weniger, ne? Ja. Das da oder das Sieht da. man das? Ich weine tatsächlich so ein bisschen sogar. Und Schlauti, du weißt Bescheid. Eigentlich vertrage ich Schärfe. Aber die extra Hot, die ich vorher hatte, und die sind schon sehr scharf. Und der Weiz. Nein, alles gut. So schlimm ist es jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch nicht mal Hafermilch. Noch nicht mal Hafermilch Und ich habe jetzt auch nicht so probiert. viel gemacht wie bei dem Tabasco, ne? Gut, beim Tabasco hatten wir auch brutal viel drauf. Da Warte war mal, es ich muss aber erstmal wenig. vorher. Warte mal, ich muss jetzt aber Soll ich dir noch erstmal. ein Glas holen? Ja, hol mir noch mal ein Glas. Ich würde es ehrlicherweise, obwohl das total gegen die Regeln verstößt, Gustavo, würde ich glaube ich mal jetzt auch in den sauren Apfel beißen wollen. Ein bisschen Angst. Aber Ja. gut. Wie gesagt, mach das nicht zu Hause nach. Ich mach das nicht zu Hause nach. Ist auf jeden Fall sehr scharf. Vor allen Dingen, es brennt einfach alles jetzt. Ich schlucke, der Speichel ist so scharf. Okay. Aber du brauchst erstaunlicherweise keine Milch. Ja, weil ich jetzt so ein bisschen abwarten wollte, wie scharf das wirklich ist. Wäre schon lieber die Milch zu trinken, ich bin ganz ehrlich. Es ist schon sehr scharf. Alter. Jetzt ist aber Aber ich die. muss ja ehrlicherweise zugeben, du scheinst ja mit Schärfe ganz gut umgehen zu können, ne? Ja, der Schärfe, das Also ich mag Schärfe auch gerne, aber ich muss kann zugeben. dir Schlauti bestätigen, im Prinzip komme ich mit Schärfe sehr gut klar. Bis zu einer bestimmten Schärfe merke ich noch nicht mal das. Wo andere schon vorher spucken, merke ich die Schärfe teilweise nicht. Aber beim Tabasco war es, glaube ich, die Menge. Ja. Und das ist einfach schon extrem scharf. Also das muss ich echt zugeben. Okay, ich werde es jetzt auch mal machen. Bei mir hält sich jetzt die Schärfe, pendelt sich ein auf einem Niveau. Ich werde jetzt Hafermilch trinken. Okay, ich werde jetzt auch mal ran, oder? Man macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Das ist auf jeden Fall sehr scharf. Weil, wie gesagt, Tränen in den Augen, der komplette Mund brennt, die Zunge brennt. Wir warten jetzt mal kurz ab, ob der Lapper ohnmächtig wird oder weiter so fröhlich vor sich hin grinst. Ja, die knallt schon ordentlich rein. Oh, Alter. Ja. Baut sich langsam auf, ne? Jetzt brennt's richtig. Und wenn du gleich die Milch trinkst, halt die so ein bisschen im Mund. Weil solange du die Milch im Mund hast, ist die Schärfe weg. Weil sobald du runterschluckst, kommt die Schärfe Boah, Alter. wieder. Alter, Wenn Alter. du bereit wärst, weiterzuspielen, können wir gerne weiterspielen. Ich trinke mal ein bisschen. Aber weil ich Durst habe, nicht weil es nicht weil ich muss. Sondern weil ich ja schon gemerkt habe, ich habe schon lange nichts mehr getrunken und jetzt muss ich ja mal wieder. Das redeemt doch keiner Drink. Also die Zuschauer sind heute relativ sorglos, was unsere Gesundheit Ich muss jetzt angeht. einfach mal ein bisschen meinen Wasserhaushalt so ein bisschen
Ja. Ja. Dann trink doch Wasser, Nopper. Ja, das ist okay. Wenn du Nee, das Durst ist hast, schon dann okay, weil Wasser habe ich jetzt schon so viel getrunken. Und ich brauche halt einfach mal die Abwechslung jetzt. merk schon, dass du dich in Widersprüche verwickelst hier, ne? Ich sag mal so, das ist eine gute Milch, die auch sehr lecker ist. Ja. Ja. Gute, leckere Haferflockenmilch. Ich trinke noch mal einmal noch Schluck. Na, das Problem ist ja auch, dass diese Scheppe auch da bleibt. Die geht ja nicht so einfach weg, ne? Das ist Die, die richtig. hat Das Hallo ist gesagt und die bleibt jetzt die erstmal, bleibt jetzt ne? erstmal. Ja. Aber ich bin gekommen, Das um war zu bleiben. bei der anderen Schärfe aber ähnlich. Jetzt mittlerweile scheint es. Jetzt so langsam. Boah, pendelt es sich gut ein. Alter, wir spielen jetzt erstmal weiter. Oh, jetzt habe ich den Boah. Fehler gemacht, dass ich irgendwie was Scharfes genommen habe von dem Zeug und an meine Nase. Jetzt brennt meine Nase. Schmier mir Milch drauf, hier. Tunk deine Aber Nase in ich kann Milch. jetzt nicht. Ja, wir spielen jetzt erstmal weiter. Na, okay, komm.